Die Euphorie in Dortmund ist nach dem gelungenen Start gegen Werder Bremen noch gewachsen. Die Fans rennen dem deutschen Meister geradezu die Bude ein. Sebastian Kehl, Kapitän und Kopf des Teams, ist aber nicht entgangen, dass es noch an vielen Stellen hakt. Stichwort Defensive. Ich glaube, dass wir schon jetzt gegen Bremen auch einen Schritt vorwärts gemacht haben. Im Gegensatz zu den einigen Spielen davor in der Vorbereitung. Und dass wir nach vorne eine absolute Qualität haben, die uns auch bis in die letzte Minute hinein immer die Möglichkeit bietet, noch ein Tor zu erzielen. Das wissen wir, dieser Stärke sind wir uns auch bewusst. Aber wir müssen einfach zusehen, dass wir hinten wieder so kompakt und defensiv so gut organisiert stehen. Die offensive Qualität ist durch Marco Reus noch größer geworden. Mit dem System des BVB findet sich der Ex-Gladbacher immer besser zurecht. Er hat auch dazugelernt, er ist im Defensivspiel jetzt am Wochenende viel, viel präsenter gewesen. Das gehört einfach dazu. Jeder, der im Offensivbereich bei uns spielt, weiß, dass er auch nach hinten arbeiten muss. Und demnach bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das noch verfeinern können. Mario Götze ist schon seit längerem ein Hochglanzspieler in Schwarz-Gelb. Doch der Fußballkünstler hat eine schwierige Zeit hinter sich. 12 Minuten vor dem Ende gegen Bremen eingewechselt, kam, sah und traf Götze zum 2:1. Für ihn war es natürlich sehr, sehr wichtig und wir haben uns alle riesig für ihn auch gefreut, der wirklich keine leichte Phase hatte. Aber insgesamt ist Mario jemand, der sich ganz alleine aufgrund seiner Qualitäten wieder aus diesem Loch befreien wird. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Er wird weiter viel, viel mehr Einsatzzeiten bekommen in den nächsten Wochen und Monaten und dann ja, werden wir noch viel Freude an ihm haben. Beim BVB freuen sich alle auf den erneuten Zweikampf mit den Bayern. Dass die Münchner mit Martinez jetzt noch einen Welt- und Europameister verpflichteten, lässt in Dortmund alle kalt. Dieses ganze Thema war natürlich in den letzten Wochen und Monaten immer wieder präsent, aber uns beschäftigt dieses weniger. Ich glaube, dass die Bayern so oder so eine gute Mannschaft haben. Und Martinez kenne ich als Spieler so jetzt nicht, demnach kann ich auch wenig dazu sagen. Der BVB ist total angesagt. Er beherrscht den deutschen Fußball derzeit. Jetzt ist er aber auch international gefordert. Am Abend ist die Auslosung der Champions League und Dortmund will auf jeden Fall die Gruppenphase überstehen.